Hallo Internet, es ist die Hannover Messe 2017 und ich bin hier neben einem Schweizer Uhrwerk. Das ist es tatsächlich, allerdings kein mechanisches, sondern ein elektrisches. Diese Zeiger werden bewegt von Maxon Kleinmotoren, DC-Motoren, die im Prinzip einen eigenen Geber haben, hier abgenommen werden, über CAN-Bus synchronisiert werden und im Prinzip zeigen, was die neue Controller-Generation von Maxon so alles leisten kann. Und was das nun wirklich auf sich hat, das schauen wir uns am Messestand genauer an. Wie hat Maxon das gemacht mit dieser Uhr und dieser hohen Präzision? Nun, sie haben da gezeigt, was sie alles derzeit haben. Ein Element sind natürlich neben den kleinen Motoren, ist ein neues Produkt, das man hier hinten sieht. Das ist ein optischer Encoder, ein optischer Drehgeber, der in sehr hoher Präzision und Genauigkeit Daten übermitteln kann an die Steuerung, sodass die Positionierung wirklich sehr genau erfolgen kann. Um natürlich daraus was zu machen, braucht so ein Motor auch einen Controller, eine kleine Motorsteuerung. Da gibt es zwei Typen bei Maxon derzeit, die neuesten. Das eine ist S-Con, ein einfacherer Controller, der tatsächlich auch noch im Prinzip mit analoger Ansteuerung funktionieren kann. Und dann gibt es ganz neu EPOS 4, einen etwas höherwertigen, moderneren Controller, bei dem auch Bus-Schnittstellen drauf sind, bis hin zu, im Laufe des Jahres geplant, EtherCAT. So, die Messeneuheiten, die ich auch noch entdeckt habe, sind hier sehr schön zu sehen. Das sind verschiedene Dinge. Zum einen haben wir hier im Prinzip die Modulbauweise. Die Controller von Maxon gibt es nämlich einmal als komplette Boxen, als Controllerboxen oder aber als Module, die man in seine eigene Elektronik einbauen kann. Um das zu testen, gibt es im Übrigen auch noch Kompaktmodule, bei denen die Anschlusstechnik steckbar ausgeführt ist, sodass man zu Beginn mal einfach das Modul anstecken kann und selber testen kann, ob alles so funktioniert, wie man will. Das hier ist aber eine Messeneuheit. Das ist ein Modul für Harsh Environment, für raue Umgebungsbedingungen. Was hat man hier gemacht? Man hat die Baugröße etwas weiter auseinandergebaut, sodass ein bisschen mehr Temperaturbelastungsmöglichkeiten drauf sind. Man hat ein Coating drauf gemacht gegen Staubverschmutzung, Feuchtigkeit und ähnliches. Und wenn man möchte, das Ganze auch mit Kühlrippen versehen, sodass da im Prinzip tatsächlich hohe Anforderungen im Militärbereich, in mobilen Maschinen, in der Marine, U-Booten oder ähnlichen geschafft werden können. Was haben wir noch an Messeneuheiten? Hier vorne ist eine Motorreihe. Das Spannende daran ist, die ist sterilisierbar. Das ist gar nicht so einfach und zwar, die kann wirklich 1000-mal sterilisiert werden. Sie ist so fest gekapselt, dass Medizingeräte, und hier ist der Einsatzbereich genau diese, komplett nach dem Einsatz in Sterilisator gelegt werden können und der Motor mitsamt der Elektronik, mitsamt Encoder und allem, was man braucht, das aushält. Was haben wir noch für eine Messeneuigkeit? Die letzte, die ich entdeckt habe, ist diese hier. Das ist im Prinzip ein EPOS-Modul mit einer Box. Das Spannende daran ist, im Prinzip hinter dieser Klappe versteckt, dort ist Platz für Steckmodule, wo dann im Prinzip Ethernet-fähige Bussysteme wie beispielsweise EtherCAT eingesteckt werden können, auch nachträglich und somit die Konnektivität an übergeordnete schnelle Steuerungen möglich wird. Ja, das war's hier aus dem Bereich der Kleinmotoren. Alles ein bisschen winziger, aber nicht minder leistungsfähig bei Maxon Motor.